Jungs und Mädels, liebe Freunde des kreativen Bastelwahns, hallo und herzlich willkommen aus den Artstudios in Innsbruck. Mit Schweighofer und dem neuen Typ. Und wir haben ein sehr kreatives, unter Umständen langwieriges Projekt mit euch vor. Wir wurden nämlich unterstützt. Ja, die Firma Mosabrik. Heißen sie Mosabrik? Ja, Mosabrik. Sag mal Mozabrik. Mozabrik. Ja. Also nicht, nicht Mozart. Also nicht das mit L, was mit O aufhört. Ja, nein. Wir müssen dazu sagen, das sind Klemmbausteine, Leute, und die sind eben von der Firma Mozabrik und nicht von der anderen gelb-schwarz-roten. Blau. Blau sind sie nicht. Also die Dänen. Die Dänen. Dänen? Finnen? Schweden? Egal. Keine Ahnung. Es gibt von anderen Herstellern vergleichbare Produkte, die sind exorbitant teuer. Ich habe sie mal ganz kurz eingeblendet, was die auch preislich so drauf haben und vor allem wie groß die sind. Die Firma Mosabrik hat das Ganze einfach in schwarz-weiß gemacht und gesagt, Leute, wollt ihr das mal testen? Und wir haben gesagt, Machen wir. Auf jeden Fall. Aber schickt uns nicht das Kleine, schickt uns Nein. das Große. Und jetzt haben Was wir unter Umständen ein Problem war. Wie immer, wir haben den Mund etwas zu voll genommen und jetzt haben sie uns das Große geschickt. Wie man hier sieht, das ist 76 auf 76 Zentimeter. Ja, und 15.000, wie viel? 14.000. 14.500 Teile. Ja, und also kurz erklärt, das Ganze ist so, wie man hier sieht, gibt es einen QR-Code und dort kann man quasi auf die Seite der Firma Mosabrik gehen. Und dort kann man ein Foto, das man von sich hat oder von irgendjemandem, den man gern hat oder auch nicht gern hat oder von seinem tollen Auto, hochladen. Und diese Seite rechnet das Foto dann um in so ein Bild hier. Und das kann man dann mit diesem Baukasten hier bauen. Das Schöne daran ist, falls einem das Foto nicht mehr gefällt, man den Freund verlassen hat oder das Auto zu Schrott gefahren wurde, nimmt man einfach den Brick Removable Stick, so sagt man dazu, und macht das ganze Teil einfach neu. Das heißt, einmal gekauft, jedes Mal verwendbar. Ja, wir fürchten uns nur ein bisschen, denn das ganze Innenleben von dem Teil sieht nämlich so aus. Also diese, ja. Diese 14.500 Teile, die werden nicht alle benötigt, denn jedes Foto ist individuell und man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht ein zu helles Bild macht, dass man nicht nur helle Steine braucht, deswegen haben die einfach ganz viel reingemacht. Wir werden euch, weil wir sie natürlich alle genau zählen, danach sagen, wie viele Teile man in Summe braucht. Wir zählen sie ganz sicher. Mhm. Es ist auf jeden Fall alles dabei, Achtung, kurz laut. Und wie man hier sehen kann, ist das natürlich nicht eine große 76 cm mal 76 cm große, ich wiederhole mich, Platte, sondern das sind viele solche etwas kleinere Platten, weil sonst würde man komplett wahnsinnig werden, wenn man das Teil macht. Und das heißt, man baut irgendwie in Bauabschnitten. Man baut in Bauabschnitten, was einem dann die Bauanleitung, die es auf der Website gibt, dazu erklärt, was man wie zu tun hat und welche Steine man braucht. Man kann das Ganze online machen und sich ein PDF downloaden, das PDF ausdrucken und dann im Prinzip auch ausstreichen, was man schon gemacht hat. Oder man nimmt die dazu passende App und bei der App kann man dann mittels Fingerdruck sagen, die Bausteine habe ich jetzt auch schon gemacht. Wie wir es jetzt machen, keine Ahnung, wir haben es selbst noch nie gebaut. Ja, bei dem Ganzen hier muss irgendwo ein, ich glaube, sechsstelliger Code dabei sein, den man dann eingibt, indem man, damit man beweist, dass man so eine Packung hat und dann kriegt man eben zu seinem hochgeladenen Foto die entsprechende Bauanleitung dazu. Und hier ist dann... Hier sind noch Brick Removable Stick. Genau, hier ist der noch dabei. Dann haben wir ganz viele doppelseitige Klebebänder, denn es gibt Leute, die wollen das auf die Wand drauf klatschen. Es gibt auch hier drinnen irgendwo noch eine Kartonschablone, dass man das aufstellen kann. Aber bei einer Größe von 76x76 wäre es wahrscheinlich eher clever, das Ganze an die Wand zu montieren. Übrigens, diese quadratischen gelben Klötze hier sind dafür da, dass man von hinten diese Platten, die kann man auch von hinten beklemmen. Beklemmen. Mhm. Dass man sie zusammenklemmt. Ich würde mal sagen, Leute, es wird wahrscheinlich äußerst uninteressant, uns zuzusehen, deswegen machen wir Zeit drauf und ein bisschen Musik, aber vorher zeigen wir euch noch, wie wir das Foto in dieser App hier reinladen, aber wir müssen uns natürlich auch noch entscheiden, welches Bild wir machen. Eins von uns zwei auf jeden Fall. Eins von uns zwei, weil, ja, eins von uns wir zwei zusammen. Was man jetzt schon sagen können, wir müssen relativ nah an das Bild ran, da die Auflösung, wie bei einem Foto hier funktioniert, nur dass das Bild halt sehr wenig Pixel hat. Somit versucht man einfach viel zu zeigen. Wir müssen sehr eng kuscheln, damit wir ein gutes Foto zusammenbekommen. Ja, und am besten keinen neutralen Hintergrund, weil dann eben das Bild sehr viel einfarbige Steine braucht, die wahrscheinlich in der Farbe gar nicht vorhanden sind. Das heißt, das Programm rechnet dann
bei Weiß noch Grau mit rein und dann sieht ein einfarbiger Hintergrund etwas komisch aus. Deswegen, ja. Und an alle Norddeutschen, Fotos in Unterwäsche oder nackt, da ist auch sehr, sehr viel Weiß. Mhm. Geht auch sehr schlecht. Also für schwedische Familienfotos ist das absolut gar nichts, oder? Schwedische Familienfotos nackt im Schnee. No way. Wir brauchen genau ein Säckchen schwarze Steine für die Augäpfel. Ja, ich würde mal sagen, ab an den Rechner und dann legen wir los. So schaut's aus. Wir haben uns jetzt sage und schreibe 5 Minuten mit dem System auseinandergesetzt und wir verstehen es schon voll. Du ja, ich weiß es schon seit 4 Minuten. Von der Logik her ist es ziemlich einfach aufgebaut. Ihr bekommt im Prinzip diese PDFs und ihr seht auch hier am Tisch, jede einzelne Farbe hat ein eigenes Symbol. Vom Quadrat bis zum Dreieck ist hier alles vertreten und das gleiche haben wir hier in unserer Anleitung eben auch. Des Weiteren bekommt ihr ja nicht eine große Platte, sondern eben in dem Fall 9 kleine. Und so kann man das auch mit der ganzen Familie machen, denn jedes PDF, was ihr bekommt, ist eine dieser Platten. Ob ihr die Teile jetzt ausstreicht, ankreuzt oder euch einfach schlichtweg merkt, wo ihr schon gedrückt habt, also Steine reingedrückt habt und wo nicht, bleibt euch überlassen. Und wenn man hier sehen kann, ist auch immer genau angegeben in jeder Reihe, wie viele Steine man jeweils von einem Symbol braucht. Das ist auch, hoffen wir mal, wenn wir jetzt bauen, werden wir das sehen, relativ einfach ist und man sich nicht so oft verzählt. Uns bleibt jetzt eigentlich nur zu sagen, laut Internet braucht man ungefähr 12 Stunden für dieses Bild. Wir werden jetzt jeder eine Tafel mal machen im Zeitraffer und schauen wir mal, wie schnell wir sind. Ich glaube, irgendwann mal tun einem auch die Finger weh. Und ich denke auch, es wird nicht allzu interessant. Vielleicht sollte man mit einem coolen Partner das Ganze machen. So schaut's aus. Ja. Weil sonst. Also viel Spaß. Es wird dunkelgrau. Was haben wir jetzt? 5. Ich habe 4. 5 und 4. Okay. Langsam. Jetzt habe ich mich verzählt. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Könntest du mir einen Daumen leihen, bitte? Also wer sich die Hoffnung macht, dass das ein unglaublicher Familienspaß ist, unter Umständen könnte man das ja als Strafarbeit auch sehen. Tada! Wenn man so schnell ist wie der neue Tipp, ist das ja alles super. Sieht aus wie Minecraft, ganz verpixelt. Bei deinem sieht man noch nicht viel. Aber es ist ja auch nur ein Neuntel von dem, was wir eigentlich fertig machen sollen. Was sagt der Timer? Ich glaube, wir haben jetzt zu zweit eine Stunde gebraucht. Ja, pro Platte. Wenn jeder eine Platte macht, heißt das, wenn man wirklich intensiv durcharbeitet, dann braucht man ungefähr eine Stunde pro Platte. Mit 5-mal verzählen und bitte die Steine auslösen. Tada! So, Moment, was sagt der Timer? Genau 55 Minuten und 18 Sekunden. Aber die Finger sehen geil aus. So, was ist unser Fazit? Ich sehe schon mal ganz leicht. Schau mal den Bildschirm an. Ja, das muss so. Gehören wir so zusammen? Ich glaube so. Ihr kennt das schon, also im kleinen Vorschau-Monitor erkennt man schon auf jeden Fall hier die Brille vom neuen Typ und sein Gesicht. Das wird ein riesengroßes Bild. Und das wird wahrscheinlich eh das hübscheste Gesicht der Welt. Ja, sowieso. Natürlich. Zum Zusammenbau, zur Qualität der Steine. Es ist alles stabil, es hält gut zusammen. Wir sind sehr froh, dass auf diesen Noppen der kleinen Steine, die ihr jetzt hier im Detail seht, kein Fabrikatsname eingedruckt wurde. Weil sonst... sonst wären die Finger noch viel schlimmer unterwegs. Und es ist wirklich gut, diesen... Sag's nochmal.
Brick Remover Stick, Removable Stick. Brick Removal, was auch immer Stick zu haben, denn ab und zu verzählt man sich. Verzählt man sich und dann ist es wirklich ganz einfach damit, die Steinchen wieder vom Brett zu lösen. Glaubt ja nicht, dass ihr neben dieser Arbeit Sudoku lösen könnt oder sonst irgendwas. Ihr müsst suchen, ihr müsst zählen, ihr müsst finden. Es ist eine sehr meditative Arbeit, fast wie Mandala. Man muss auch wirklich malen. Reihe für Reihe machen, dann geht es einfach, wenn man anfängt wahllos drauf los zu bauen, ja. Dann kommt man spätestens nach der vierten oder fünften Reihe völlig durcheinander. Also es ist wirklich am besten, man geht nach diesen Zetteln hier und macht das ganz diszipliniert Reihe für Reihe und streicht sich das aus. Weil man erkennt ja eh nicht, wo man gerade arbeitet. Genau. Also eine Unterhaltung für nebenher, Fernsehgucken, Film gucken oder sonst was machen, ist das eher nicht, sondern es erfordert schon etwas Konzentration. Unser Plan für uns jetzt ist, dass er uns jetzt verlassen wird, ich auch eine Pause mache. Ich aber heute Abend oder morgen früh schon weiterarbeite, in der Hoffnung, dass wir euch in diesem Video natürlich am Ende das finale Bild zeigen können und ein finales Fazit geben können. So. Einen haben wir noch. So wie. Wer hat das immer gesagt? Otto. Einen haben wir noch, aber dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Also nein, Schluss ist nicht, aber einen haben wir noch. Wir haben natürlich von der Firma Moser Brick nicht nur einen von diesen super großen, geilen Bausätzen bekommen. Nein, wir haben sogar zwei bekommen. Und deswegen haben wir uns gedacht, tada! Den wollen wir nicht zusammenbauen. Den genau. Könnt ihr zusammenbauen. Denn da sind wir ja eh schon beide drauf. Wir dachten, zwei fette Bilder an der Wand wären geil. Aber das Auge war wieder größer als der Verstand. So schaut's aus. Und das heißt, der hier wird verlost. Genau. Wie immer, ganz einfach, schreibt unten in die Kommentare Hashtag Bastelwastel. Ihr müsst den Kanal dazu nicht abonnieren, ihr müsst nicht liken. Es wäre aber schön, wenn ihr es tut. Ja. Das darf man sagen so, gell? So darf man das sagen. So darf man es sagen. Also, genau. Teilnahmebedingungen, ihr schreibt Hashtag Bastelwastel unten rein. Und es steht jetzt auch unten eingeblendet, bis wann der letzte Bastelwastel-Hashtag bei der Verlosung teilnimmt. Dann gibt es eine Live-Ziehung, so wie das letzte Mal auch, wo wir beide schon mittels eines Computerprogramms den Gewinner gezogen haben. Wir übernehmen die Frachtkosten, außer ihr wohnt am Mond. Ja. Oder irgendwo in der Antarktis. Genau. Und alle Teilnahmebedingungen stehen unten im Videobeschreibung natürlich wieder verlinkt. Und wer das dann gewonnen hat, hat 12 Stunden Zeit und dann erwarten wir ein Reaktionsvideo mit dem Ergebnis. Genau. Und da aber nur eine Person gewinnen kann, hat Moser Brick gesagt, hey, wir geben euch einen sensationellen Gutscheincode, auch unten eingeblendet, wo ihr mit diesem Code eben auf der Seite Moser Brick zu allen Produkten sehr, sehr gute Konditionen bekommt. Geiler Scheiß, oder? Mega geiler Scheiß. Da wir jetzt noch 7 Stunden vor uns haben und wir kein Zeitraffer-Video von den 7 Stunden machen wollen, werdet ihr in wenigen Sekunden das fertige Ergebnis sehen. 1024 kleine Steine werden auf so einer Platte montiert, um am Ende des Tages 9 Stück aneinander zu reihen und so ein Bild zu bekommen. Ich bekomme es gar nicht auf die obere Kamera komplett drauf. Es ist natürlich ein Bild, das eine sehr niedrige Pixelqualität hat. Man muss es wie bei der Fotografie sehen, je weniger Pixel, umso unschärfer ist es und umso weitere Distanz benötigt man, um es auch gut erkennen zu können. Auf die Nähe, ja, sieht es ein bisschen eigenartig aus, aber kaum geht man 2 Meter zurück, erkennt man auf einmal die Personen und man hat sein eigenes Mosaikbild erschaffen. Wie ist die Qualität der Steine? Erstaunlich gut. Sie halten erstens mal sehr gut zusammen, also da fällt nichts raus. Hier haben sie sogar noch einen Moser Brickstein dazugelegt. Den kann man natürlich durch andere Sachen ersetzen, aber da ich es hier gesponsert bekommen habe, möchte ich es unbedingt zeigen. Die Steine selbst, ich habe hier noch ein paar, die haben die Angusspunkte hier auf der Seite. Also somit komplett egal, wenn man sie reindrückt, erkennt man den nicht mehr. Und dadurch, dass sie keine Aufschrift haben, wie zum Beispiel bei Lego, glaube ich, dass mein Daumen wesentlich besser überlebt hat, als würde das Teil hier von Lego verkauft worden sein. Mhm. Aber Leute, glaubt nicht, dass das eine Sache für einen Nachmittag ist. Es sei denn, ihr seid 4 oder 9 Leute und jeder kann in einer Stunde so eine Platte machen. Es ist am Anfang ziemlich chaotisch, vor allem jeder braucht solche kleinen Säckchen mit den ganzen Steinchen drinnen. Bis man reinkommt, braucht man mindestens eine Platte. Ich habe jetzt eigentlich 8 Stück gemacht. Der neue Typ ist nach der ersten Platte schon abgehauen auf die Malediven, der Arsch. Und somit habe ich es jetzt in 2 Tagen fertig gemacht. Ich bin froh, dass es fertig ist.
Aber das endgültige Zusammensetzen der neuen Platten gibt dem Ganzen dann doch wieder eine Krönung und zeigt, dass man was Schönes erschaffen hat. Es ist eine sehr meditative Arbeit. Zusammengeklippt werden diese ganzen Platten dann mit diesen 8x8 Fliesen. Diese 8x8 Fliesen haben hinten ein doppelseitiges Klebeband, das bekommt man dazu, damit man eben hier, ich glaube es sind insgesamt 24 dieser Fliesen, alles schön verbinden kann. Und dann werden diese mit doppelseitigem Klebeband auf eine Holzplatte, die ihr vielleicht zuschneiden müsst, oder direkt auf eine Wand montiert. Und damit habt ihr dann eigentlich das ganze Teil auf einer schönen Fläche montiert. Wer das so haben will, wunderbar. Wer sagt, hey, ich hab's jetzt fertig, der kann natürlich auch das Teil hier nehmen, alles wieder raus und das nächste Bild machen. Also es wird einem nie langweilig. Nie. Das ist aber was Cooles. Das ist für all diejenigen, die selbst mit Klemmbausteinen arbeiten. Diese Steine sind mit allen handelsüblichen Klemmbausteinen kompatibel. Das heißt, das sind die Fliesen, die zum Beispiel auch mit Lego-Sets kombinierbar sind. Und wenn ihr jetzt wirklich ein Bastler seid und sagt, hey, die Teile kosten bei anderen Herstellern viel, viel mehr. Ja, das ist das, was übrig ist aus diesem riesengroßen Teil. Und zwar deswegen, weil Moser Brick ja nicht genau weiß, welches Bild ihr hochladet und somit ausreichend viel Materialien zur Verfügung stellt. Und da sind noch ganze Beutelchen mit 400-500 Steinen drinnen. Und das kann man jetzt entweder für neue Bilder nutzen oder, falls ihr zum Beispiel solche großen Fliesen noch zu Hause habt, könnt ihr selbst noch welche gestalten. Oder ihr baut die einfach in andere Lego oder andere Klemmbausteine-Sets ein. Wie ihr lustig seid, da ist auf jeden Fall noch viel dabei. Das kommt bei mir in meine Klemmbausteine-Kiste und damit ist die Geschichte erledigt. Und mir bleibt noch zu sagen, schade, dass der neue Typ jetzt einfach irgendwo auf den Malediven gerade mit dem Jetski Haifische füttert. Aber es war ein schönes Video. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Schweighofer, der neue Typ. End out.